Ihr habt euch gewünscht, die Aufgabe Gärtnerprobleme vorgerechnet zu bekommen. Also machen wir heute mal ein bisschen Physik beim Blumengießen. In der Aufgabe geht es um folgendes Problem. Stellt euch vor, ihr müsst im Sommer mal die Blumen gießen und euer Gartenschlauch ist zu kurz. Ihr kommt also gar nicht bis zum Beet und müsst aus der Entfernung versuchen, die Blumen mit diesem Schlauch zu treffen. Und physikalisch gesehen geht es dabei um einen waagrechten Wurf. Denn ihr seht in der Skizze, dass der Schlauch in dem Fall waagrecht gehalten wird und dann der Strahl eine Parabelform beschreibt. Und in Aufgabe A sollen wir jetzt erstmal klären, wie hoch muss ich denn den Schlauch halten, wenn ich ein Beet treffen möchte, was jetzt beispielsweise 6 Meter entfernt ist. Die Angaben, die wir dazu haben, sind die Geschwindigkeit des Wassers, mit der es aus dem Schlauch kommt, nämlich 8 Meter pro Sekunde. Und da wir wissen, dass der Schlauch waagrecht gehalten wird, ist das die Geschwindigkeit in X-Richtung, schreibe ich auch direkt dran. Und gesucht ist, wie gesagt, die Höhe, die ist auch in der Skizze schon eingezeichnet, mit Y0. Und außerdem wissen wir, dass dieser Auftreffpunkt 6 Meter entfernt ist. Da muss man sich jetzt überlegen, wie komme ich jetzt von diesen Angaben eben auf die gesuchte Höhe? Und das Stichwort an der Stelle heißt Superpositionsprinzip. Superposition heißt an der Stelle, wir gucken uns nicht die Gesamtbewegung des Strahls als Ganzes an, sondern wir zerlegen die in zwei Richtungen, nämlich in X- und Y-Richtung, und können dann unsere Formeln, die wir kennen, einfach auf den Fall anwenden. Warum darf man das? Das können wir uns mal kurz an der Zeichnung angucken. Ich male hier mal die Geschwindigkeiten als Vektorpfeile rein. Zum Beispiel an diesem Punkt hier. Da zeigt die Geschwindigkeit so schräg nach unten. Und der Trick, den ich jetzt mache mit der Superposition ist, ich zerlege diesen Vektor in zwei getrennte Vektoren. Der besteht sozusagen aus einer Überlagerung aus einer Bewegung in X-Richtung und einer Bewegung in Y-Richtung. In X-Richtung habe ich einfach eine gleichförmige Bewegung. Da hat der Strahl eine Anfangsgeschwindigkeit und mit der bewegt er sich nach rechts. Und in Y-Richtung wirkt jetzt zusätzlich aber die Erdanziehungskraft. Das heißt, da habe ich eine beschleunigte Bewegung. Und für beide Fälle kann ich aber die Standardformeln aus der Formelsammlung einfach hinschreiben. Das machen wir jetzt mal. Also, für die gleichförmige Bewegung kann ich dann hinschreiben, die Strecke, die zurückgelegt wird, ist Geschwindigkeit mal Zeit. Heißt, die Strecke x0 ergibt sich aus vx mal t0. In y-Richtung müssen wir jetzt noch dran denken, dass die Erdbeschleunigung wirkt. Das heißt, hier haben wir eine beschleunigte Bewegung und für die kennen wir aber auch die Formel. Nämlich y ist gleich 1/2 g mal t Quadrat oder konkret auf die Höhe y0 bezogen. y0 ist 1/2 g mal t0 Quadrat. t0 ist jetzt also die Zeit, die das Wasser von der Düse des Strahls bis zum Auftreffen auf das Beet braucht. Und in dieser Zeit hat sie in x-Richtung dann 6 Meter zurückgelegt und in y-Richtung gerade die Strecke y0, die wir noch nicht kennen. So, dieses Gleichungssystem müssen wir jetzt irgendwie lösen. Und wenn ihr drauf guckt, seht ihr, dass t0 in beiden Gleichungen vorkommt. Das heißt, wir können mal die obere Gleichung nach t0 umformen. Also t0 ist gleich x0 durch vx. Und das Ganze dann in die zweite Gleichung einsetzen. Und dann kriegen wir raus, y0 ist gleich 1/2 g mal x0 Quadrat durch vx Quadrat. Und die Größen, die jetzt noch in der Gleichung vorkommen, die haben wir alle gegeben. Das heißt, wir können Werte einsetzen und die Höhe jetzt ausrechnen. y0 ist also gleich 1/2 mal 9,8 Meter pro Sekunde hoch 2. Mal 6 hoch 2 ist 36 Meter hoch 2. Durch 8 hoch 2 ist 64 Meter hoch 2 durch Sekunde hoch 2. Und dann kommt man drauf, dass y0 ungefähr 2,80 Meter ist. Das heißt, so hoch kann man den Schlauch wahrscheinlich nur schwer halten. Da muss man sich schon auf eine Leiter stellen oder vielleicht doch die Gießkanne ranholen. Auf jeden Fall nicht so praktisch, um dieses Beet in 6 Metern Entfernung zu gießen. So, die Höhe kennen wir jetzt. In B soll man noch die Geschwindigkeit und den Winkel ausrechnen, den das Wasser dann hat, wenn es auftrifft.
Dafür mache ich mir kurz einmal nochmal Platz hier. So, also V ist gesucht und der Winkel, den ich jetzt mal Alpha nenne, den suchen wir auch. Und im Prinzip ist auch hier wieder das Stichwort Superposition. Ich mache da nochmal eine größere Skizze zu, damit ihr seht, wie man auch hier wieder die Bewegung zerlegen kann. So, das ist jetzt unser Boden, da ist der Auftreffpunkt P, wie oben in der Skizze. Und dann kommt hier im hohen Bogen das Wasser angeflogen. Und die allererste Frage, die sich jetzt stellt, ist, wie zeichne ich hier überhaupt einen Winkel ein? Das ist ja so eine gekrümmte Kurve, da kann man ja nicht wirklich einen Winkel ablesen. Das heißt, den Winkel tragen wir natürlich nicht gegen die gekrümmte Kurve ab, sondern wir zeichnen hier noch kurz die Tangente ein durch den Punkt P. Und da können wir gut diesen Winkel Alpha gegen abtragen. Ihr seht, dass das sozusagen eine Näherung ist. Je weiter ich von dem Punkt P weggehe, umso schlechter ist diese Näherung mit der Tangente geeignet. Aber wir wollen ja genau im Punkt P den Winkel wissen, deshalb ist das ein ganz guter Trick. Und den Winkel Alpha habe ich dann einmal hier auf der linken Seite und einmal nochmal hier unten. Und wenn wir uns jetzt nämlich die Geschwindigkeit angucken, dann kann man sich überlegen, dass die auch genau in die Richtung dieser Tangente verlaufen muss. Denn die Tangente gibt ja gerade die Steigung der Funktion an einem bestimmten Punkt. Und die Steigung dieser Ortsparabel, die wir hier haben, ist gerade auch die Geschwindigkeit. Das heißt, ich male jetzt hier mal meinen V-Vektor wieder ein. Und dann kommt wieder das Superpositionsprinzip ins Spiel. Denn auch hier können wir den Vektor wieder in zwei Teilvektoren zerlegen. Nämlich einmal in Vx und einmal in Vy. Vx kennen wir schon, das ändert sich die ganze Zeit gar nicht. Das ist einfach die Anfangsgeschwindigkeit, mit der das Wasser aus dem Schlauch kommt. Und Vy können wir gleich wieder über die Formel für die beschleunigte Bewegung berechnen. Und dann ist nur noch die Frage, wie komme ich denn von diesen beiden Komponenten, Vx und Vy, nachher wieder auf die Gesamtgeschwindigkeit? Und das kann man über den Satz des Pythagoras machen. Ihr seht, die Vektoren bilden so ein Dreieck. Das heißt, ich kann für V gesamt schreiben, V ist gleich Wurzel aus Vx² plus Vy². So. Vx kennen wir, für Vy können wir wieder beschleunigte Bewegung annehmen. Das heißt, Vy ist gleich g mal t0. Und für t0 haben wir eben schon ausgerechnet, das ist x0 durch Vx. Und wenn wir das zusammennehmen, dann kriegen wir Vy ist gleich g mal x0 durch Vx. Und das können wir dann in die Formel einsetzen und haben wieder alles zusammen, was wir brauchen. Also haben wir dann V ist gleich Wurzel aus Vx² plus g mal x0 durch Vx. Das Ganze hoch 2 und dann eben noch die Wurzel draus. Dann Werte wieder einsetzen. Vx ist 8 Meter pro Sekunde, also das zum Quadrat, plus 9,8 Meter pro Sekunde Quadrat mal 6 Meter durch 8 Meter pro Sekunde. Das Ganze auch noch zum Quadrat. Dann noch die Wurzel draus ziehen und schon ist man fertig. Und rauskommt, V ist ungefähr 11 Meter pro Sekunde. So, jetzt haben wir hierfür schon das Dreieck von diesen Vektoren benutzt. Die Seiten sind eben gegeben durch Vx, Vy und V. Und aus dem Matheunterricht wisst ihr bestimmt, wie man im Dreieck Winkel berechnen kann. Das geht nämlich über Sinus, Cosinus und Tangens. Und genau das nutzen wir jetzt hier auch, um eben aus den Seiten des Dreiecks den Winkel Alpha zu berechnen. Im Prinzip haben wir jetzt die freie Wahl, welche Seiten wir nehmen, denn wir kennen alle drei Seitenlängen. Wir nehmen jetzt aber mal Vx und Vy als Bezugsseiten, weil wir die so einfach berechnen können. Und die beiden sind mit dem Winkel Alpha verknüpft über den Tangens. Es gilt nämlich, Tangens Alpha ist gleich Vy durch Vx.
Und Vx ist wieder gegeben, das kennen wir. Und Vy haben wir gerade schon benutzt, das steht hier oben. Ich mache nochmal einen Pfeil dran. Das setzen wir jetzt hier ein. Also ist das gleich g mal x0 durch Vx geteilt durch Vx. Da können wir jetzt noch diesen Doppelbruch auflösen. Das Vx können wir auch unten in den Nenner von dem gesamten Bruch ziehen. Also steht dann da gleich g mal x0 durch Vx². Und wenn wir das jetzt einsetzen, kriegen wir also einen Wert für den Tangens von diesem Winkel. Nämlich Tangens Alpha ist gleich 9,8 Meter pro Sekunde Quadrat mal 6 Meter durch 64 Meter hoch 2 durch Sekunde hoch 2. Das ist ungefähr 0,92. Und das müssen wir jetzt noch umrechnen in den Winkel. Das kann man über die Umkehrfunktion vom Tangens machen, auf dem Taschenrechner. Und dann kriegt man raus, dass der Winkel 43 Grad beträgt. Jetzt wissen wir also nicht nur, wie hoch wir diesen Schlauch halten müssen, sondern auch, wie schnell das Wasser aufkommt und in welchem Winkel. Können also genau überlegen, ob unsere Blumen das vertragen könnten. Oder ihr spart euch den ganzen Denkaufwand und schleppt beim nächsten Mal doch einfach wieder die Gießkanne. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr beim waagerechten Wurf jetzt ein bisschen wisst, wie man damit rechnet. Wenn ihr weitere Wünsche habt für andere Aufgaben, die wir rechnen sollen, schreibt es auch immer gerne in die Kommentare, zusammen mit euren Anregungen und Fragen. Und sonst lasst uns gerne ein Like und ein Abo da.